Hallo und willkommen zurück zu Worldstar. Zusammen mit Hallo! Ja. Das Lange ist nicht irgendwie gespielt, es wird mal wieder Zeit. Hult, hult. lange nicht gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das funktioniert. Haben wir dieses Jahr überhaupt schon gespielt? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Oh, ich habe noch zwei VIP-Energiepunkte. Du hast bitte was? Ich habe noch zwei VIP-Energiepunkte. Was immer du sagst, keine Ahnung, was ist das denn hier? Was macht das? Ich habe noch zwei VIP-Energiepunkte. Siehst du mal. Verursacht zusätzlich. Jetzt müsste ich gucken, was ich davon nutze. Gedankenstoß bewirkt bei Treffen zusätzlich. Nee, komm, nehmen wir das da. Ah, Moment. Deswegen hatte ich nicht weiter genommen, weil es draußen kostet 4. Genau. Ich überlege gerade, wie ich zu den VIP-Punkten komme. Da, VIPs. Ach so, ich glaube, die wollten wir uns aufsparen, oder? Ich glaube nämlich auch, weil der Innerkreis Ja. kostet hier einer und der nächste kostet schon 4. Wollten wir uns aufsparen. Aber ich gucke mir Verlassen. erstmal den Anmeldebonus an. Ja, ich auch. Ach Was haben du wir Scheiße. bekommen? Belohnung einfordern. Flasche des Fortschritts. Erhöht ja halt eine Erfahrung. Wollen wir das? Nee. Nee, oder? Nee. Okay. Tasche mit Hausintegration. Okay. Raumfahne Dagus. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ich sehe hier zwar irgendwas mit abgeben und hinsetzen und so, aber. Wir. Ah, guck mal. Ja, genau, das meine ich mit hinsetzen und so. Ja, wir zollen jedem Respekt. Eure Gegenwart ist mir eine Ehre, Königin Miala. Neue Errungenschaft. Hast du das auch? Nee, was hast du denn gemacht? Füge ein Material hin? Nee, ich hab das Kissen angeklickt. Ach so, natürlich. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Respekt zollen möchte. Ja, das habe ich gemacht. Wo, Und dann habe ich einen Erfolg bekommen. Königliche Audienz. ich nicht. Wahrscheinlich habe ich es beim letzten Mal schon gemacht, oder? Nein, nicht. Na gut. Ich finde sie so Dementsprechend. süß. Ich will einfach alles umarmen, was mir unterkommt. Sehr Ja, schön ich für auch. dich. Sprechen wir mal mit ihr. Sie ist Kannst schon du weg bitte bei mir. essen? Bitte, bitte mit Zucker obendrauf. Ja, ich hab jetzt. Kannst du Was? mir bitte helfen? Bitte mit Zucker oben. Nee, ist klar. Ja, die sind alle ein bisschen komisch hier. Die sind doch ganz süß. Also zumindest außen auf dem Zucker. Wo ist denn jetzt hin? Nehme einfach die hier. Willst du denn? Ich nehme die da hinten. Du hast Ideen. Die sehen alle gleich aus. Schön von dir zu hören. Okay. Prüfung einer Matria. Vielen Dank, dass du mir hilfst, Hanna so und so. Ich bin so nervös. Ich glaube, ich habe alles verstanden, aber ich bin sehr froh, dass du bei mir bist. Aha, sag mir einfach, was ich tun soll. Bist du bereit für die nächste Etappe? Die erste Prüfung ist der Test des Geistes. Ich muss das Geistertod empfinden. Bald Geistertest.
Um einen Geistertotem zu finden, braucht man einen guten Geruchssinn und einen wachen Geist. Deshalb werde ich dich in dein Totemtier verwandeln. Jetzt geht's los. Wird das wehtun? Bist du bereit für die nächste Etappe? Morty, was sind wir? Ich habe keine Ahnung. Wir haben zumindest einen Flügel. Füchse langgezogen mit Flügeln. Das ist doch kein Fuchs. Ich habe einen Saugnapf als Rüssel. Das sowieso. Und was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wir suchen jetzt das Totem. Ah, guck mal, man kann hier Windspürsinn. Aha, jetzt leuchtet es lila. Das ist doch toll. Ah, das meinst du? Ja, cool, oder? Ja, graben, Sprung, absteigen. Ja, genau so springe ich auch immer. Was? Drück mal auf Sprung. Genau so springe ich auch immer. Alter, wo bist du denn hin? Aha, aha, ja, ja, gut, Grab. Ich schlag auch immer Haken. Ja, weil der Geruch geht nun mal so. Natürlich. Ja. Gut, dass Geruch sich nicht verbreitet. Nein, er bleibt genau an dieser... Der Geruch hat nicht gekillt. Hast du den falschen Knopf gedrückt, habe ich das Gefühl. Ja. Ich renn dann schon mal vor. Nicht, dass der Geruch sich verflüchtigt, weißt du? Mhm. Ich folge dann einfach deiner Duftmarke, ne? Natürlich. Tada! C. Ich höre. Du leistest Großes für die Waldlichtung. Okay, Waldgeistertest. Es war schlau von Jaena, dein Totemtier zu benutzen, um das Geistertotem der Matria zu finden. Das Geistertotem wird ihr bei den kommenden Prüfungen helfen. Nicht der Rede wert. Ja, der erste Test ist abgeschlossen. Ich danke dir sehr, dass du Jaena bei dieser Aufgabe geholfen hast. Waldmuttertest. Nein, Waldmuttest. Ach so, okay. Jaena muss jetzt den Test des Mutes bestehen. Sie macht doch gar nichts. Okay. Sie lernt zu delegieren. Super. Wir machen's für sie. Sie ist mutig genug, uns loszuschicken. Mhm. Sie besitzt keine kriegerischen Fähigkeiten wie du, darum braucht sie dich jetzt mehr denn je an ihrer Seite. Auf zum Test des Mutes. Ich setze mein vollstes Vertrauen in dich. Natürlich. Hilf Jaena dabei, den nötigen Mut aufzubringen, um diesen Test zu bestehen. Später vielleicht. Nein, machen wir schon. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Es wäre wunderbar, ein Glücksbärchen sein. Es ist der Sonne da, ein Glücksbärchen sein. Ich weiß nicht, was du nimmst, aber nimm mehr davon und gib mir was davon ab. Meins! La 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 la. Ich hab heute auch. Ich hab natürlich den ganzen Unterricht lang aufgepasst. Die ganze Zeit, während ich mein Buch gelesen habe. Okay, warte, wir machen erstmal das. Umarmung gibt's zurzeit im Angebot. Umarmungen sind im Angebot. Ja. Eine Handwerkerin hier zu haben, ist schon eine große Hilfe, aber ich hätte da auch ein paar Sonderaufträge für dich. Handwerk für die Verbannten in Celestia.
Ich bin froh, dass du bereit bist, etwas Neues zu lernen und dabei zu helfen, Celestia zu einer richtigen Heimat zu machen. Das wird lustig und profitabel. Mit wem muss ich sprechen? Das klingt schon so resigniert. Mit wem muss ich sprechen? Ja. Ich und Handwerkertrainerin Oakley werden dir alles beibringen, was du wissen musst. Sein Geschäft verstehen. Was für eine Auswahl an Berufen. Waffenschmied, Rüstmeister, Schneider, Ausstatter, Architekt oder Technologe. Oh. Oder sogar Bergarbeiter, Überlebenskünstler und Reliktjäger. Beruf? Bin dabei. Mach schon und red mit ihm. Natürlich red ich mit ihm. Wer auch immer. Wer auch immer. Die da. Oakley. Ich kann schon kochen. Wir können kochen? Wir können kochen. Keine Ahnung warum, aber... Okay, möchtest du mitlesen oder soll ich vorlesen? Hobbys wie zum Beispiel Kochen sind gratis und zählen nicht zum Berufslimit. Ja komm, dann lesen wir abwechselnd. Okay, du machst den Waffenschmied. Waffenschmiede schmieden tödliche Waffen, die mit Mikrochips und Energiekernen betrieben werden. Früher hat man Schwerter genommen, aber egal. Dieser Beruf kann gut mit dem des Bergarbeiters kombiniert werden. Super. Rüstmeister. Rüstmeister schmieden schwere Rüstungen, die mit Mikrochips und Energiekern betrieben werden. Woher kenne ich das noch? Dieser Beruf kann gut mit dem des Bergarbeiters kombiniert werden. Ich weiß nicht, woher du das kennst. Das ist eine ganz neue Logik, ja. Mhm. Bergarbeiter bauen wertvolle Erze, Kristalle und Edelsteine ab. Dieser Beruf kann gut mit dem Waffenschmied, des Rüstmeisters und des Architekten kombiniert werden. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, du wusstest nämlich nicht, dass du als Architekt Bergbau brauchst. Ausstatter fertigen mittelschwere Rüstungen, die mit Mikrochips und Energiekern betrieben werden. Dieser Beruf kann gut mit dem des Überlebenskünstlers kombiniert werden. Denn der Überlebenskünstler schlachtet Tiere wegen ihres Fleisches und häutet sie. Sie ernten auch Holz mit einer Ledersäge. Dieser Beruf kann gut mit dem des Ausstatters, des Schneiders und des Architekten kombiniert werden. Was kann der Architekt eigentlich nicht hier brauchen? Ich weiß es nicht. Technologe. Technologen stellen medizinische Vorräte, werteboostende Elixiere und Feldtechnologien durch die Kombination von Omniplasma und Kräutern sowie anderen Naturprodukten her. Klingt so ein bisschen nach einem Alchemist. Egal. Sie restaurieren auch eldanische Relikte, um Apparaturen daraus zu fertigen. Dieser Beruf kann gut mit dem des Reliktjägers kombiniert werden. Ja, der Architekt... Oh, jetzt gibt's da mich vorlesen, was er da tut. Architekten bauen, fertigen Bausätze, Einrichtungsgegenstände und einsetzbare Einheiten für Kriegsbasen. Ah ja. Da dieses eine gehörige Portion Geduld und Tonnen von Ressourcen erfordert, ja, haben wir festgestellt, überlässt man die Architekten am besten unternehmungslustigen Abenteurern. Okay. Dieser Beruf kann gut mit dem des Überlebenskünstlers kombiniert werden. Er wird ergänzt durch den des Bergarbeiters, Bauern und gelegentlich des Reliktjägers. Bauern. Aber Bauer haben wir gar nicht als Dingens. Ja, sehe ich auch nicht. Reliktjäger. Reliktjäger bergen Omniplasma und eldanische Relikte aus alten Ruinen. Dieser Beruf kann gut mit dem des Technologen kombiniert werden. Mhm. Schneider. Ich weiß, Schneider. Schneider fertigen leichte Rüstungen aus Stoff an, die von humanoiden Gegnern erbeutet wurden. Dieser Beruf kann gut mit dem des Überlebenskünstlers kombiniert werden. Warum? Lass wenn man doch den Stoff von Leuten lootet? Ja, aber der muss den doch einfach verarbeiten, ja? Und dann kann er den, dann gibt er den erst weiter und, Nein. Nicht? Ich weiß, was ich will. Was willst du denn? Was willst du denn? Ich überlege gerade, ob ich irgendwie Richtung Technologie und Reliktjäger gehe. Oder...
das Schild. Wieso? Weil wir beide blau sind, Morty. Wir sind beide blau mit lila Augen. Mhm. Muss ich noch mehr dazu sagen? Ja, bitte, führe das aus. Ja. Also du hast quasi gerade festgestellt, dass du wie ich blau mit lila Augen sein möchtest. Ja, ich weiß. Und nicht, dass du denkst, pass mich an, ich hatte die ganze Zeit schon Reliktjäger offen, ja. Hab das schon mal gemacht und hab dich dann erst gefragt, was du machen möchtest. Ja. Also ich finde es blöd, wenn wir beide Reliktjäger und Technologe machen. Ich auch. Aber ich wollte nicht wieder Bergbau machen. Dann bin ich schon wieder am Erze sammeln. Ja, du kannst Architekt und Überlebenskünstler oder Ausstatter. Möchtest du nicht Innenarchitekt werden? Genau, ich werde Ausstatter und Architekt. Genau, wie war das? Architekten, Tonnen von Ressourcen. Nein, was brauchst du denn? Wir brauchen unterschiedliche Rüstungen, ne? Was brauche ich denn für Rüstung? C? Was war Charakter? P, wie Person. Genau, wie Person. Ja, ich brauche leichte Rüstung. Du brauchst bestimmt schwere. Also kannst du uns nicht mal beiden Klamotten herstellen. So, also guck mal. Rüstmeister schmieden schwere Rüstungen. Dann würde ich wahrscheinlich Rüstmeister und Bergbauer machen. Du kannst auch Waffenschmied machen. Nee. Warum denn nicht? Dann haben wir beide was von. Was hast du denn gegen Waffenschmied? Ich mag keine Waffenschmiede. Okay. Na, dann mach Rüstmeister. Erleben Sie jetzt den schwierigen Kampf des Morty. Ja, was will er werden? Hat er sein Möglichkeitenbuch ausgeschöpft? Wird er ein Ausbildungsbuch zur Hand ziehen, in dem die Berufe, ich habe Rüstmeister genommen. Okay. Wir haben irgendwie gar nicht geredet, dass ich auch was anderes als Reliktjäger und so machen hätte können. Komm, mach du. Okay. Reliktjäger verwenden Reliktblaster, um Omniplasma und Relikte von Reliktvorkommen auf der ganzen Welt zu sammeln. Rüste einen Reliktblaster aus und rechtsklicke auf Vorkommen, um mit dem Sammeln zu beginnen. Aha. Mhm. Okay. Rüstmeister fertigen schwere Rüstung für Krieger und Technopioniere aus mit Materialien, die sich in Erdvorkommen finden, was Bergbau zum zweiten Wahl macht. Wenn es dir Spaß macht, an der Panzerung von Tanks zu werkeln, ist das genau das Richtige für dich. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Ja, aber du könntest ja, du bist ja Tank und dann, weißt du, damit du nicht irgendeinem Stümper die Arbeit überlässt und dann eine Rüstung voller Löcher bekommst, machst du selber. Mhm. So, wie war das? Warte, Technologe. Technologen erschaffen Konsumgüter und Apparaturen aus Materialien, die sich in Reliktvorkommen finden, was den Reliktjäger zur eindeutigen zweiten Wahl macht. Aha, eindeutig, weißt du? Dieser Beruf macht all diejenigen glücklich, die gerne Dinge flicken oder aufpeppen. Verstanden. Mhm. Bergarbeiter benutzen Laserspitzhacken, um Erd- und Kristalle aus Erdvorkommen abzubauen. Immer hast du keine Lasersäge. Ich wollte noch was dazu sagen, ich wollte aber das Ende lesen. Rüste ein Laserwerkzeug aus und rechtsklicke auf Vorkommen,
um die abzubauen. Weißt du, früher hat man Spitzhacken genommen, ja? Oder irgendwie einen Spaten oder so, ja? Heute muss alles Laser sein. Die Laserspitzhacke. Ich frage mich, wie soll die funktionieren? Ja? Hau ich dann quasi mit einem halben Lichtstrahl irgendwo auf Mineral drauf? Laserspitzhacke. Die Lasersäge, ja? Ich sehe dich gerade in so einem Jedi-Outfit mit so einem roten Lichtstrahl, so. Dong, abgeprallt, Mist. Das Tolle ist, wo kriege ich denn den Scheiß her, den ich brauche?